Abrechnung beendet werden? Nein. Nein. Okay. Also, so ist es recht. Die Völker standen ja hier die ganze Zeit, gell? Und das war wahrscheinlich auch ein folgendes Fachbar. Nein. Das war ein starkes. Das war ein Durchschnittsfeld. Ein Durchschnittsfeld. Also dieses Durchschnittsvolk hat ungefähr 50 Kilo Honig drauf. Und 10 kommen noch. Möchtest du reinschauen, oder? Ja, ja, wir wollen ja jetzt auch mal ein Durchschnittsvolk mit 50 Kilo Honig angucken. Weil es gibt ja viele Imker, die gar nicht mal 50 Kilo ernten. Ja, das ist natürlich ungünstig. Gell? Da gehört ein Dreifuß her oder so ein Gestell, dass er sich nicht da runter auf den Boden runterbücken muss. Weil der wird nämlich Kreuzweh kriegen und dann kommt er zu mir und sagt, ich hab's nicht geglaubt. Also wegen Kreuzweh käme ich sicher nicht zu dir. So, jetzt könnte, wenn er es so macht, könnte die Königin am Absperrgitter dranhängen. Und dann kriegt er seinen Honig raum. Gell? Deswegen sagt, macht das bitte so nicht, wie er es jetzt gerade gemacht hat. Oder mein Dürfchen. Weil dann ist nämlich kurz vor der Ernte, sind eure Honigfarbe dann vergrößert. Ja, das könnte. Das ist wie wenn man kurz vor dem Ziel praktisch da erstmal in die Bar geht und einen trinken kann. Die anderen da vorbeifahren. Da haben wir das letzte Mal gedenkt, ne? Gut. Den Drohnen war außer Knie. Außer. Honig im Brutraum. Weg, die Wabe ist zu viel. Die hinter Schieß hängen, dass das ausgezupft wird? Oder? Was willst du denn da auszupfen? Ich gehört den Honigraum. Die Brut unten die Wabe weg und das obere Rämmel in den Honigraum. Das ist ja gerade der Grund, warum ich den Honigraumrämmel nehme. Da, guck her, da ist eh nichts drin, da hängst du rein. Da ist fast nichts drin. Ja? Darf ich es runter tun? Ehrlich? Weg damit? Kommt nur zwei zu vier. Da war es eine Stockmeisen natürlich, gell? Und das gehört auch weg. Ich habe zwar irgendwo einen Dings. Das Besel hätte ich oben nicht aufgenommen. Ist ja wurscht im Prinzip. Das ist da hinten auf. Oder soll ich es einfach so rein tun? Das war das, was wir entnommen haben für die Ablegerbilder. Warum beseln wir das ab? Gar nicht. Nichts Besel da haben. Das muss in den Honigraum. Da brauchen wir also der Brutraum wird aufpassen. Enger gemacht. Und legt es dabei einfach nichts drauf auf irgendeine Kiste. Ja, also den Krippen setzen wir nicht auf. Dafür ist der Drachteintrag im Moment zu gering. Das kann man irgendwo anders dann nicht. Da haben wir natürlich eine leere Zage im Auto. Aber jetzt nicht. Ja. Ja. Ja, sonst ist ja bei der Brutwabe ist ja Brut drin. Besser als bei den anderen Völkern. Aber da bin ich noch nicht mit der Königin in der wirklichen Leistungsklasse. Und viele Imker haben natürlich die Königin, die so sind oder schlecht waren. Es liegt nur an der Königin.
Gut, und die letzte Woche ist gleich. So, und weil er jetzt nur ein Sheet hat, muss er den ganzen Gruscht wieder rüberschieben. Ansonsten hätte er jetzt nämlich das letzte Rehm ja auch noch rübergenommen und dann das Sheet. Im Internet steht ja, der Binder propagiert die zwei Sheets, weil er das zweite Sheet verkaufen will. Und ein anderer schreibt dann, ich habe jetzt nicht nur zwei Sheets drin, sondern vier. Da macht der Binder besseres Geschäft. Aber daran sieht er ja, seht er ja den Grund für das zweite Sheet. Und das dritte ist eigentlich für die Futterkammer. Gell? Das klebt da unten dran. Gell? So, und das wird den 100 Grad steigern. Das hast du aber nicht in den rechten Lauf. Nein, nein, das ist auch nicht ganz optimal. Aber es geht natürlich auch. Vor allem, wenn die Waben so ausgebaut sind. Ich will ja auch ein bisschen drauflegen, weil sonst vergieße ich. Einfach auf eine Beute drauflegen, sonst vergieße ich. So. Das ist ein bisschen mysteriös, gell? Warum die Entnahme von nicht begrüteten Brutwaben den Honigertrag steigert. Das kann ich auch nicht ganz hundertprozentig erklären. Aber das ist so. Also ob das da unten praktisch so ist, wie wenn in eurem Wohnzimmer ein Fenster offen ist und da ist zu viel Platz irgendwie, zu viel unnötiges Volumen. Gut. So, was wollt ihr denn noch wissen? Hat denn jemand jetzt noch ein Problem? Fahren wir vielleicht den noch schon? Das Bau ist nicht grundsätzlich ein Lehrer. Diese eine entnommene Honigwabe, die jetzt praktisch nirgendwo einige, die kann man ja dann am anderen Volk zuhängen, wo irgendeine Außenwabe noch nicht eingetragen ist. Weil so begehrt er das gleich einmal. Nee, das ja, irgendwo reinhängen, logisch. Ja, ja. Da, irgendwo hat er Mittelwand oben drauf, und dann, weg und das rein. Ja. Kommt ja alles in die Opening. Ja? Ja, das ist halt jetzt da. So, noch Fragen? Weiß jeder, was er zu tun hat? Jetzt, die nächsten Wochen. Also wenn ihr unten eine Waben habt, wo keine Brut drauf ist oder wo anfängt Pollen und Futtergrenze entstehen, außer wenn ihr im Wald seid und lange im Wald stehen wollt, rausnehmen. Man kann sogar, wenn man in die Tanne geht, unten nur zwei Brutwaben drin lassen. Dann geht die ganze Energie nach oben. Nur, wenn da nur zwei Brutwaben sind, dann schlüpfen halt auch nur zwei. Das könnt ihr eigentlich nur dann machen, wenn die Völker richtig stark sind. Also wenn da vier Honigräume knallvoll mit Bienen sind, unten nur zwei Brutwaben drin lassen und dann geht die ganze Energie ins Sammeln. Also immer das ganze Wasser. Hinterschiebhänger bringt nichts. Nein, nein, Hinterschieb bringt nichts. Wenn, dann müsst ihr ein Sheet rein tun, wo praktisch ein Absperrgitter hat, dass die Königin nicht drüber gehen kann. Und das Schild muss dann ganz abtrennen. Dann schlüpft die Brut dahinter auch, aber dann wird dahinter auch Honig eingelagert. Ja, wir wollen ja den Honig oben in den Honig räumen. Ja. So, jetzt schauen wir uns das eine noch an, der Hanna. Und Wirtschaftsvölker, die kommen so über die Netze sind, die Herzen, aber Königin erst zusetzen September, oder? Ja, nach der Behandlung. Und noch während der Auffütterung, gell, nicht zu früh, kommt darauf an, die sollen ja, also am besten ist, sie ist 5 Wochen bereits in Eilage oder länger, dann kannst du sie nehmen, dann wird sie auch nicht abgestochen. Diese Abstecherei, die kommt, weil man die zu früh nimmt und auch die stille Umweisung kommt deswegen. Entweder sie weisen still um, weil die Königin zu alt ist oder weil sie zu jung war, als man sie zugegeben hat. Die Sachen sind eigentlich ganz einfach, aber die werden nicht eingehalten, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man sie nicht weiß, das ist ja noch verzeihlich. Zum anderen, weil die Umstände es dann nicht zulassen. Man braucht jetzt eine und man hat keine Reife.
Und dann nimmt man natürlich die Unreife. Aber dann muss schon kein Fleisch und Wasser in 3-4 Wochen durch die still umweisen. Und dann brauchst du wieder ein. Oder du lässt zu, dass sie früh umweisen. Wenn die Zeit noch hergibt für nächstes Jahr, dann kann man das ja zulassen. Okay, jetzt hat es da so komische Mutter, die wir uns da ärgert. Also, was haben wir jetzt hier? Also das war das aggressive Volk, was wir umbeißen wollten, wo wir die Königin abgestochen haben. Und jetzt dann ist quasi, also wahrscheinlich haben wir da irgendeine Königin übersehen. Das ist jetzt eigentlich ein sehr netter Ableger, wenn man so sagt. Also auch eine Einheit, die uns überhaupt nichts gebracht hat. Gell? Kein Honig. Nein, die haben ja eine frische Nachzung. Die haben sie selber eine Nachzung. Genau. Und das schaut jetzt so aus. Und ist eigentlich ein recht netter Ableger geworden. Taugt die Königin, kalt ihm aus, taugt es nicht, kriegt sie eine neue Königin. Aber das letzte Mal habe ich noch ganz vehement vom Auflösen geredet. Ne? Ja, ja. Aber was wir da nicht gefunden haben. Ne? Was wir nicht gefunden haben. Ja. Mir gefällt es eigentlich. Ja. Naja, aber trotzdem, das ist ja irgendeine nachgezogene Königin. Selber noch zu. Und die muss natürlich, wenn du nächstes Jahr ein Leistungsvolk haben willst, muss die natürlich umgeweisen werden. Selbstverständlich. Wann macht man das am besten? Ja, das macht man eben. Dann, wenn man sie hat. Der Satz ist wichtiger, als man meint, gell? Der Satz, wenn man sie hat, weiset man sie um, ist ausschlaggebend. Sobald als möglich, war meine Mutter. Sobald als möglich. Und die Königin muss mindestens 5 Wochen alt sein. Gell? Wenn man jetzt eine kriegt, die frisch begattet ist, dann wird sie hier, wenn sie angenommen wird, wird sie legen und dann wird sie still umgeweiselt. Dann hat es nichts gebracht, das Ganze, die ganze Aktion. Das ist ja immer schwierig, dann, wenn man zum Züchter geht, muss man dann, das ist, trennt sich ja dann die Spreu vom Weizen, weil Königin, man sieht ja ihr nicht an, ob sie jetzt reif ist. Muss ich ihm sagen. Und dann sagt er, das kostet 30 Euro mehr. Und dann sagst du ja selbstverständlich, wenn ich eine zweite brauche, dann kostet die ja auch 30 Euro. Und ja, dann nehme ich doch lieber nur eine, die mehr kostet. Und die von dir länger in der Begattungseinheit gepflegt wurde. Könnt ihr auch selber machen. Ihr könnt sie natürlich beim Züchter kaufen und dann in eure Mini Plus einweisen und dort reif werden lassen. Ja. Zwischenlagern. Kehrschwamm machen und. Ja, 300-400 Gramm Bienen ins Mini Plus rein. Ist dann ein kleiner Kunstschwamm. Ja. Mit einer kleinen Einheit packt es eine unreife Königin. Und den dann in den Keller hat wahrscheinlich? Nein, gar nicht. Nee. Zug auch 3-4 Stunden zu, das genügt. Okay. Ja. Bei einer Begatteten. Ja, klar. Darüber ja reden wir ja jetzt. Ja. Nichts kellerhaft. Bei einer Unbegatteten brauchen wir kellerhaft. Mhm. Also Züchter kaufen. Ich mache jetzt hier so ein Tonband mit 50 Knöpfen. Und je nachdem, was gefragt wird, drücke ich auf einen Knopf, eine Frage, die ich schon 100 Mal beantwortet, Stellung genommen habe. Zum Beispiel das mit der kellerhaft. Warum fragst du mich das jetzt? Das habe ich auf 100 Videos. Weil ich im Kurs bin. Ach hier. Weil du Eintritt bezahlst und deswegen muss die Schallplatte, kann ich die wieder in Gang setzen. Ah, also, dass die nun nie mehr verprügelt hat, das wundert mich teilweise schon mal. Trauen Sie nicht? Das ist ganz ehrlich. Das trauen Sie nicht, weil sonst. Deswegen fragen die anderen alle nichts. Manche Meldungen, gell, die waren eigentlich sofort davor zu werden. Beim ja, genau, man fragt warum. Nur mal. Ja? Ja, der ist ja. Ja. Und die Königin rauskommen ist, war die alte Mutter. Ja. Also 2 Jahre alt oder ja, ein halbes Jahr alt. Ja. Und die haben dann, wenn sie gut war, Reserve ins APT. Ja. Ich habe bis jetzt eigentlich 100% Erfolgarbeit gehabt beim Zusetzen, weil ja, ich denke, es ist nicht Ameisensäure zusammen, weil noch nicht so viel frische Wald ist. Ja.